Was ist besser als ein originaler IBM-PC mit einer 5161 Expansion Unit? Ein IBM-PC mit zwei Expansion Units. Geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Deswegen möchte ich es ausprobieren. Willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal geht es um die IBM Expansion Unit 5161 und die Frage, ob sich zwei dieser Units an einem PC betreiben lassen. Der originale IBM PC wurde ab 1981 gebaut und später stellte sich als Problem heraus, dass man keine Festplatte einbauen kann, da das Netzteil mit den originalen 63 Watt doch zu schwach dafür war. Des Weiteren hatte der originale IBM-PC nur 5 ISA-Slots und da waren doch einige schon standardmäßig immer belegt durch eine Videokarte, ich sage jetzt mal bewusst Videokarte. Die ersten MDA-Karten konnten noch gar nicht mal eine Grafik darstellen. Das war später erst durch Hercules oder CGA-Karten möglich. Der Floppy-Controller war obligatorisch. In der Regel hat man eine RAM-Erweiterung, weil auch bei den späteren Mainboards ab der zweiten Generation selbst die 256K an Bord selten ausgereicht haben. Dann hat man Schnittstellen, parallele, serielle Schnittstellen, was auch immer. Das heißt, diese 5 Ports waren schnell belegt. Im Gegensatz zu dem Nachfolger, dem IBM Personal Computer XT, der hatte dann standardmäßig 8 Slots zur Verfügung, aber Leute, die für viel, viel Geld damals so einen originalen PC besaßen, wollten ja nicht gleich diesen wegschmeißen und das Nachfolgemodell kaufen. IBMs Lösung war also diese Expansion Unit, auch nicht gerade günstig, aber als Erweiterungsmöglichkeit von so einem PC. Im Endeffekt das Gehäuse eines IBM XTs baugleich mit dem des XT286 und dadurch hatte man die Möglichkeit, weitere 8 Slots zu nutzen, hatte ein starkes 130 Watt Netzteil und konnte somit bis zu 2 Festplatten voller Bauhöhe, also standardmäßig waren das die ST412 mit satten 10 Megabyte, dort unterbringen und anschließen. Und somit war man wieder gerüstet für die Anforderungen der damaligen Zeit. Um die Geräte miteinander zu verbinden, wurde in dem PC eine Extenderkarte eingebaut. Das Ganze wurde dann mit einem richtig dicken Kabel verbunden mit der Expansion Unit und in dieser befand sich dann die Receiver-Karte. Das heißt im Endeffekt zwei ISA-Slots waren dadurch zwar belegt wieder, aber unterm Strich hatte man natürlich doch eine erhebliche Verbesserung. Und ob sich jetzt mehrere dieser Expansion Units an einem PC betreiben lassen, probieren wir jetzt einmal aus. Schalten wir die erste Unit ein. Die zweite. Und zu guter Letzt den PC. Er startet also tatsächlich von der oberen Expansion Unit.
und die Maus lässt sich bewegen. Ich habe aktuell zwar in jeder Expansion Unit jeweils zwei ST412 verbaut, muss aber zugeben, dass ich ein bisschen geschummelt habe. In der unteren Expansion Unit habe ich den Festplattencontroller ausgebaut, damit es dort keinen Konflikt gibt. Ansonsten hätte er vermutlich nicht starten können, weil beide auf den gleichen Adressen laufen. Trotzdem startet er von der oberen Unit und in der unteren sind die Schnittstellen eingebaut, die die Maus bedienen. Das heißt, es funktionieren wirklich beide Expansion Units an einem Computer. Eventuell gäbe es die Möglichkeit, alle vier Festplatten gleichzeitig zu betreiben, indem man einen Controller eines anderen Herstellers einbaut. Der originale IBM-Controller von Xebec, den man hier sehen kann, das ist der Controller der ersten Generation. Der unterstützt wirklich nur 10 MB Festplatten, die späteren konnten dann auch größere Kapazitäten bis 20. Die waren dann meistens mit der ST225 verbunden. Die bieten nicht die Möglichkeit, die Adresse zu ändern und somit würde es bei zwei dieser Controller immer zu einem Adresskonflikt kommen. Also ich muss sagen, ich bin selbst überrascht, dass es funktioniert. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich hätte fast erwartet, dass zwei dieser Extenderkarten im PC selbst einen Konflikt verursachen und dann keiner von beiden funktioniert. Aber das hier, das ist echt eine Sache, da hatte ich im Internet mal nachgeschaut, ein bisschen versucht zu recherchieren. Scheinbar hat noch keiner vorher, zumindest nicht im Internet, diesen Versuch gestartet und daher ist es mal eine ganz neue Sache. So sieht die Sache also rückseitig aus. Hier haben wir diese quasi grotesk dicken, daumendicken Kabel, die die Expansion Unit mit dem PC verbinden und davon gleich zwei Stück jetzt hier in den zwei Extender-Karten. So sieht es jetzt im Inneren des Computers aus. Hier ganz links haben wir die zwei Extender-Karten. Danach die Hercules-Grafikkarte. Speichererweiterung, um von 64K den Speicher auf 640K zu erweitern. Der Floppy-Controller und die zwei Laufwerke. Das war's. Das hier ist jetzt noch der Inhalt der Expansion Unit, also einer der Expansion Units, nachdem ich den Festplattencontroller wieder eingebaut habe. Hier sieht man dieses kleine Ether Backplane. Soweit ich weiß, ist da noch ein Taktgeber drauf. Ansonsten ist das Ding wirklich passiv und verteilt nur den Strom. Hier haben wir die serielle Schnittstelle. Dann ist da ein Adapter, dass ich eine PS2-Maus über die serielle Schnittstelle ansprechen kann. Ein Gameport, der Festplattencontroller und die Receiver-Karte. Im Endeffekt handelt es sich bei dem 5161 um ein normales Gehäuse, wie es beim XT und XT286 verbaut wird. Und hier sieht man, dass der Tastaturport einfach mit einem Plastikstopfen zugemacht wird. Oft sieht man es dann halt auch, dass ein Gehäuse von einer Expansion Unit gebraucht wird, um einen XT dort einzubauen. Dann wird der Stopfen rausgenommen und dann kann man ein ganz normales XT oder XT286 Mainboard einbauen. So, für heute war es das von mir. Ich hoffe, euch hat das kleine Experiment gefallen und würde mich freuen, wenn man sich demnächst nochmal sieht. Tschüss!